Israel und Vertreter der Hamas stehen offenbar kurz vor einer Waffenstillstandsvereinbarung. Wie der Chef der Terrorgruppe Haniyeh in einer Erklärung mitteilte, hätten die Vertreter mit Beamten in Katar gesprochen. Dabei gehe es um eine vorübergehende Waffenruhe für Hilfslieferungen und den Austausch von Geiseln und Gefangenen, hieß es. Das US-Außenministerium teilte mit, bislang seien insgesamt 6 US-amerikanische Staatsbürger in Israel ums Leben gekommen. President Biden and the team here is doing everything we can to help get the hostages that Hamas took, get them released, including young children and of course Americans that are in that pool. We believe we're closer than we've ever been, so we're hopeful. But there's still work to be done and nothing is done until it's all done. Ein Verwandter einer von der Hamas gefangenen Geisel erklärte, hochrangige israelische Beamte hätten ihm gesagt, dass die Freilassung der Geiseln keinen Vorrang habe im Vergleich zum Kampf gegen die Hamas. We're talking about people's lives, then we all feel, especially when we're talking about our families, that this should be the top priority. It doesn't mean that we should not care about taking down Hamas, absolutely not. Nobody is claiming that, nobody is saying that, but we definitely have a criticism on how this prioritization goes. Derweil hat Israels Militär nach eigenen Angaben im Gazastreifen im Keller einer Moschee unter anderem ein Hamas-Waffenlager gefunden. Zudem sei auch ein Tunneleingang entdeckt worden.